Recording, Birte Hanus-Richter sitzt hier mit mir, Folge 8 von Schaumgeboren, dem Podcast, und sie möchte euch ganz schnell, jetzt sofort, ein paar wichtige Dinge mitteilen. Richtig. Mitteilung Nummer 1 ist, es ist abends und ich war heute wild unterwegs und August hat schon gegessen, habe ich eben auf meinem Heimweg in der Bahn, in der U-Bahn, ihn abgefragt. Deswegen habe ich, damit ich jetzt nicht völlig komplett vom Hocker falle, gleich mir eine Pizza bestellt. Die kommt jetzt irgendwann während des Podcasts, darum möchte ich euch schon mal alle darauf vorbereiten, dass es irgendwann klingelt, ich dann kurz weg bin und danach ganz viel Mampfe. Was hast du drauf gemacht? Kirschtomaten, Rucola und Parmesan. Ich bin ja Vegetarierin. Kirschtomaten, Rucola und Parmesan. Kirschen, Tomaten, Erdbeeren, Spargel und Gummibärchen. Und Marmelade. Genau. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite, August, ist, wir haben ein Geschenk bekommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Bestechung und Werbung, aber ich freue mich so darum. Vielleicht würde ich das gerne mit dir zusammen auspacken. Ja, ich finde es auch cool, weil ich habe noch nie so ein, ich habe ja schon oft davon gehört, von diesen Bier-Adventskalendern, aber ich habe noch nie einen aufgemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob man den auch aufhängen kann, ob es mit so Türchen ist, die man dann auch öffnen kann. Oder also das dann, weiß ich nicht. Also ich sag mal, einfach nur so ein Kasten ist, wo der nummeriert ist. Ich habe ja jetzt auch schon öfter gesagt, dass ich Bier bestellt habe, ne, im Craft Beer Shop bei Rocks Beer, Craft Beer Rockstars. Wir haben jetzt einen Adventskalender geschenkt bekommen. Ich sage das, damit wir nicht hier nur eine Marke nennen, richtig? Das darf man ja nicht wegen Werbung und so. Ich bestelle ja immer häufig Biere und jetzt haben wir von Beyond Beer einen Adventskalender geschenkt bekommen und der ist jetzt in der Box und jetzt müssen wir uns mal kurz vor den Mikros wegbewegen, den mal auspacken, weil ich bin total gespannt. Traum geboren. Ein Heini. Zwei Hasenohren. Drei Bananenbrotsüchtige. Viermal. Im Quartal. Stimmt das? Ja. Nein. Doch, einmal in der Woche ist viermal im Quartal. Ach, Quatsch, bitte. Was denn, ein Quartal? Ein Quartal sind drei Monate. Scheiße. Okay, also es steht drauf, 24 einzigartige Biere. Und da steht Hoppy Xmas. Ach Mann, die Leute lassen sich einfach immer geile Sachen geil einfallen. Ich würde was vorschlagen, August. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt verbotenerweise Türchen 1 schon auf, stellen das in den Kühlschrank und testen das in unserer nächsten Folge, weil jetzt wird es ja nicht mehr kalt. Oh Gott, das ist süß. Man macht es auf und da sind einzelne kleine. Papiertüre. Ja, ist gut. Ist aus Recyclingkarton. Das finde ich ja super. Hol doch mal die 1 raus. Ich finde, die 1 machen das wir jetzt lustig, einfach. Das ist lustig, weil es fängt jetzt nicht unten links oder oben rechts an, sondern die 1 ist tatsächlich irgendwo mitten in der im Dings drin. Und da ist jetzt eine Flasche drin von. Ah ja, genau, pass auf, wir machen Folgendes. Die nächste Folge, in der wir das Bier dann testen, das wir jetzt in den Kühlschrank stellen, das ist dann am 6. Dezember. Deswegen nehmen wir jetzt Bier 6 auch noch mit raus und tun das in den Kühlschrank und dann können alle, die das auch haben, diesen Adventskalender, den mit uns zusammen testen. Das heißt, wir kündigen das jetzt aber nicht. Wir sagen jetzt schon, wie die heißen, diese Biere? Stimmt. Oder nicht? Ah, das ist ja genau, das sagen wir dann jetzt einfach nicht. Wir nehmen jetzt Türchen 1 und Türchen 6 und stellen es jetzt in den Kühlschrank, genau. Verraten nicht, was es ist. Aber es aus ist sehr dem wirklich. Beyond Bier Adventskalender, Bierkalender. Genau, das eins, machen wir jetzt. 1 und 6 zusammen 16. 16. Oder 61. Top, geil. Das sind die Momente. Das sind die Momente, für die ich lebe, bitte. Herrlich. Herrlich, dass ich einmal, wie verschieden wir denken. So geil, oder? Ach, Mann. Das ist großartig. Okay, pass auf. Ich stelle den jetzt wieder weg und die beiden Biere nehme ich jetzt und bringe sie. Genau, bring sie doch in meinen Kühlschrank und würdest du meine Biere mitbringen? Weil meine sind so verrückt, die müssen wir, glaube ich, zuerst. Soll ich einen für unseren Herrn Redakteur auch mitbringen? Haben wir 3 davon? Ja. Achso, ja, bring ihm noch eins mit. Ja. So. Das ist geil, das ist jetzt alles nicht alles von der gleichen Marke. Nee, natürlich nicht. Das sind alles unterschiedliche Biere. Hä, das wäre ja voll blöde. Was? Ja, wir freuen uns, ja. Oh, jetzt ist er aber ordentlich zugefrostet, dein Kühlschrank. Ja, ich weiß, er wird immer zugefrosteter, der Kühlschrank. Und da ist die Pizza, glaube ich. Mal gucken. Schaumgeboren, ein Podcast. Zwei, vier gewinnt.
Das hatte ich schon mal. Vier gewinnt, nee, habe ich schon mal gesagt. Nie. Hattest jawohl. Du nie. Nein, hattest du noch nie. Ja, habe ich wohl schon. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wenn ich jetzt noch einen wüsste, wenn ich jetzt noch einen wüsste, Oliver, würde ich dir einen Chuck Norris Witz erzählen. Aber ich kenne keine mehr. Ich kenne keine Chuck Norris Witze mehr. Wie wäre es, wenn unsere Zuhörer bei Schaumgeboren Podcast, bitte schickt uns eure Lieblings-Chuck Norris Witze auf Instagram. Dann, ich schwöre euch, ich lese die dann immer wieder vor. Ja, das muss weitergehen. Die Pizza. Was soll ich sagen? Hier aus. Wie viele Pizzas ist Chuck Norris? Später fürs Internet fotografieren. Oh ja. Die Pizza ist original so groß wie viermal mein Kopf. Warum ist eigentlich so dunkel hier drin? Weil ich ein bisschen adventlich machen wollte. Oh, das ist gemütlich. Finde ich auch schön. Ja. Wie bitte? Nein, ich hab extra gesund gegessen heute. Aber Pizza ist auch gesund. Ja, ist gesund. Aber ich hab ganz schreckliche, viel zu viel gegessen und getrunken in letzter Zeit. Ich muss jetzt irgendwie mich mal ein bisschen am Riemen reißen. Hm. Oder der Riemen reißt mich, sozusagen. Oder an mir. Na, morgen bin ich oder. Mhm. Sieht aber gut aus. Mhm. Sieht gut aus. Mhm. Hast du dieses bizarre Interview mitbekommen da in England von dem Prinz Andrew über Epstein? Nee, nur eine Überschrift gelesen, aber nicht. Was ist da los? Total absurd. Der hat einfach das beschissenste Medientraining aller Zeiten genossen. Und das ist schon verwunderlich, dass jemand aus der englischen Königsfamilie nicht weiß, wie man auf Fragen antwortet. Ich guck gerade die neue Staffel The Crown. Ah, soll gut sein. Mhm. Ich wurde ja nicht gefragt, ob ich zurückkommen will. Mhm. Mhm. Aber alles neue Schauspieler, ne? Und zwar richtig, ja. Also voll krass. Ja, und auch der ganze Style von der Serie hat sich geändert. Echt? Also die ist anders. Aha. Der Dreh, also der... Das ist nur erzählt. Noch handheld, so körnig. Nee, aber... sehr artsy. Also geil, aber... Okay. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ja, ich esse kurz mein Stück Pizza auf, dann erzähle ich, was ich hier habe. Erzähl noch mal einen Chuck Norris Witz, dann kann ich nur das Stück Pizza mit wenigstens ein Stück rein. Du, das Problem ist, ich bin ja nicht so gut mit. Ich kenne ja nicht so viel Chuck Norris Witze leider. Ich meine, ja. Chuck Norris kann Drehtüren zuknallen. Kann was? Drehtüren zuknallen? Ja, der ist doch schon gut. Ja? Den mag ich. Ja. Den mag ich. Ja, also bitte schickt uns die, schreibt uns die, wenn ihr ein paar gute Chuck Norris Witze habt. Oh, ich hab so Hunger gehabt. Oder generell einen guten Witz. Wir nehmen alles. Mhm. Schickt uns euren Lieblingswitz und euren Lieblings-Chuck Norris-Witz. Und 10 Euro. Auf PayPal. So, also ich habe mitgebracht dir was völlig Verrücktes, nämlich ein Lindemanns Himbeerbier. Es ist ein Lambic oder Lambic, wie auch immer. Es ist leider aus Belgien, aber die sind einfach belgische Biere. Diese Belgier, echt. Also, es tut mir leid, die machen halt Bier, ja, aber jetzt, das ist wieder so ein Thema, wo sie das verbinden mit irgendwas Fruchtigem, was Süßem, Roten, wieder was Kindliches. Es ist immer das Gleiche bei denen. Nein, das sieht ja eher aus wie ein Sektchen oder sowas. Ja, das Geile, pass auf, ich habe mir das extra hier aufgeschrieben, weil ich das so geil finde, was das ist. Weil ich wusste natürlich wie immer überhaupt nicht, was das überhaupt ist. Moment. Lambic. Wie immer musste ich das alles nachgucken. Also ein Lambic ist eine belgische Bierspezialität, die durch Spontangärung entsteht. Und das Geile daran ist... Spontansex. So ähnlich. Das wird... es ist Spontangärung. Die Hefe wird dem Bier nicht zugeführt, sondern kommt aus der Luft. Mhm. Okay. Es wird quasi die Hefe... Also das Bier wird offen gelagert... An der Luft. Aha. Für mich hört sich das auch ein bisschen unhygienisch an. Aber wir sollten uns das nochmal von jemandem erklären lassen, der sich auskennt. Der wirklich Ahnung hat. Also pass auf. Ganz normal Wasser, Malz, Hopfen, aber keine Hefe, die ins Bier kommt, sondern die Hefe wird durch die offene Lagerung des Sudes aus der Umgebungsluft eingefangen. Und dann gärt es spontan. Dann gärt es aber auch obergärig. Dann gärt es bestimmt aber auch ein bisschen schmutzig, weil ja in der Luft nicht nur Hefe ist, sondern Staub, Feinstaub, irgendwas. Naja, und wahrscheinlich, weil das dann alles so schmutzig ist und sowieso schon alles so schmutzig ist, haben sie sich gedacht, dann können wir auch noch ein bisschen Himbeerkonzentrat reintun. Und das haben sie gemacht. Und das wurde mir aber sehr empfohlen.
Mhm. Lindemanns ist eine Brauerei, die gibt es schon seit 1822. Irgendwas müssen sie also können. Zum Beispiel vielleicht ein gutes Öffnungsgeräusch erzeugen. Achtung. Mhm. Oh, aber merkst du das? Du musst es erwähnen. Da ist ja so eine Folie quasi um den Kronkorken herum, die den Flaschenhals hinuntergeht. So eine Alufolie. Und das macht ja beim Geröff. Das macht dir beim Geröff ein schönes kleines Reisgeräusch noch dazu. Ne? Pass auf. Das ist ganz geil, ja. Crispy. Boah. Oh, das Alter. Riecht doch mega lecker. Das riecht wie Himbeersirup. Man soll das aus dem Glas trinken. Hier, ich habe extra Gläser. Okay. Und es hat nur ganz wenig Alkohol. Ja, das freue ich mich sehr drüber, weil ich muss ehrlich sagen, ich mach das gerade hier, dieses ganze Getränken. Ganz ich trinke gerade richtig. Oh, krass. Ich trinke gerade so viel und dieser Podcast hier wird mein Tod sein, sag ich dir. Ich trinke. Cheerschen. Cheers. Aber ich trinke das auch so gern. Geil! Oh, es ist. Ich liebe es! Das hat aber nichts mit Bier zu tun, bitte. Schmeckt das wie eine Berliner Weiße. Das ist ja eher so ein Cider. Das ist ja fast ein Himbeer-Cider, oder nicht? Es ist lecker. Geil! Da ist auch ganz wenig Zucker drin, glaube ich. Aber ich fühle mich wie 12. Ja, es ist wirklich, also es der schmeckt wie ein aufgelöster Lutscher. Der Schaum ist jetzt schon weg. Also was das mit Bier zu tun hat, das verstehe ich überhaupt nicht. Oh, es ist lecker. Es schmeckt für mich eher wie eine Limonade es schmeckt sehr gut. Also es schmeckt richtig geil nach Himbeere. Mhm. Und es ist refreshing, das ist garantiert im Sommer richtig geil. Aber wenn ich jetzt an der Bar ein Bier bestellen würde und der Barkeeper gibt mir so ein Lambic Himbeerbier, dann würde ich ohne mit der Wimper zu zucken, einfach eine Ohrfeige verpassen. Weil das ist eine Frechheit. Das hat nichts mit Bier zu tun, wenn ich ein Bier bestelle. Aber ich finde, das ganz gut. Das schmeckt wie eine Limonade mit einem Bier drin. Und ich finde, das passt deswegen gut, weil eigentlich, du musst jetzt wieder zu uns zurückkommen in die Welt der sanften, emotionalen Menschen. Mm. Denn ich möchte, dass das hier heute wir hatten ja jetzt schon verschiedene Folgen, die Rant-Folge, die kommerzielle Folge. Das soll bitte die emotionale Folge heute werden. Du, dieses Mini-Bier übrigens, das ist eine... Es ist so lecker. Es ist sehr süß, aber es ist eine 0,25 Deziliter. Nein, 0,25 Liter? Ja, 0,25 Liter Flasche. Das ist ein geiler Aperitif auch für meine kleines, Pizza, finde ich. Sehr kleines... Kleines Bier, deswegen ist es auch bei mir schon leer. Verbirgst du Sachen vor unseren Hörern? Nee. Du bist nicht ganz transparent. Hörerinnen. Hörenden. Ja, vor unseren Johnnies. Hörenden. Unseren Johnnies. Ja. Weil ich bin auch irgendwie gerade, ich komme nicht aus dem, also ich bin so ein bisschen im Loch, komme nicht wirklich raus. Mhm. Auch weil ich ein bisschen... kränke, weil ich einfach ein bisschen zu viel unterwegs war vielleicht. Dann war ich irgendwie, jetzt am Wochenende musste ich auch wieder so viel trinken. Jetzt trinke ich hier mit dir im Podcast. Heißt unterwegs in der Welt oder im Nachtleben? Im Nachtleben war ich nicht so viel unterwegs. Ich war Donnerstag einmal kurz im Nachtleben unterwegs. Aber ich bin bei dir. Es ist irgendwie, man ist gerade so eine Zeit, auch dieses ja, das Wetter ist, und ja, ich habe das auch gerade, eigentlich ist alles gut. Also wirklich, eigentlich ist alles gut, wenn ich alles auf den Zettel schreiben würde, ist eigentlich alles ziemlich super. Aber ich bin auch viel traurig, August. Nein, sag es nicht. Doch. Sag es doch nicht. Warum bist du so traurig? Ja, weil, was machst du? Ich suche was sehr traurig ist. Was denn? Ich habe nämlich was mitgebracht. Was traurig ist? Ach, ich bin auch Ende des Jahres immer so. Ich bin so ein Silvester-Depri auch. Ich finde Silvester bin ich immer ganz unglücklich. Dann musst du's, hast du jetzt schon Pläne, was du Silvester machst? Ja. Und, was machst du? Ich werde Silvester mit meinem Gipsbein auf Couch liegen, weil ich nämlich meinen Zeh operieren lassen muss. Ach, stimmt, ja. Weil was an meinem Zehgelenk kaputt ist. Das ist auch keine schlimme OP. Und, aber sitzt du hier dann auf der Couch oder irgendwo in einem anderen Ort? Nee, ich bleibe in Berlin auf Couch. Ich lasse meinen Zeh operieren und dann ist der auch im Januar wieder fit. Und das ist ja bei uns Schauspielern immer die beste Zeit, ne? Über Weihnachten und Silvester, damit das dann wieder gut ist. Aber das heißt für mich, dass ich Weihnachten und Silvester mit einem bandagierten Fuß auf Couch sitze. Das ist so traurig alles. Naja. Ich habe jedenfalls Socken bekommen von jemandem.
Das waren die ersten Socken, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit, die ich im Kühlschrank lagen, weil ich habe sie extra auf das Bier gelegt, damit ich es nicht vergesse heute. Und die hat mir der Schwiegervater meines besten schwedischen Freundes geschickt, der ganz krank geworden ist. Der ist jetzt irgendwie Chemo aber war ein super cooler Typ. Und dann habe ich, als ich gehört habe, dass er krank wurde, habe ich ihm einen Brief geschrieben und gesagt, ich hoffe, dass es ihm bald besser geht und so. Und da hat er geschrieben, hallo August, endlich kann ich wieder schreiben und dir danken für deinen netten Brief, den ich letztes Jahr bekommen habe. Das habe ich zu schätzen gewusst. Ich lebe mit meiner Diagnose und gehe ständig zu Behandlungen. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du ein gutes Leben hast. Es war lustig, dich im Fernsehen zu sehen dieses Jahr. Aber traurig, als sie dich ins Wasser geschmissen haben, in das Boot. Und dann schreibt er, am Ende schreibt er, leb wohl. Oh. Erik. Das finde ich krass. Und dann schenkt er dir Socken mit einem Dinosaurier mit einer Partymütze auf. Das ist ein T-Rex-Dinosaurier mit einer Partymütze drauf. Und die Socken schenkt mir dieser sterbende Mann. Und dann, ganz ehrlich, denke ich mir so meine kleinen Debris. Das ist echt so. Alles Pipi-Kacka. Nein, nicht Pipi-Kacka, sondern Pipi-Fax. Willst du mich fertig machen, oder? Der arme Kerl. Oh Gott, das ist furchtbar. Schrecklich. Furchtbar. Sag ihm Grüße. Ja, er meinte, er hat extra zu seinem Schwiegersohn gesagt, bitte sag dem August, dass er sich nicht dafür bedanken soll, weil ich schaffe es nicht, dieses ewige Hin und Her. Also er hat sich jetzt bedankt für meinen Brief, ich soll mich jetzt nicht dafür bedanken, dass er sich für meinen Brief bedankt hat. Mhm. Aber das soll ich vielleicht trotzdem machen. Ja, meine Schauspiellehrerin aus Montreal damals, die hatte ja auch Krebs und die hat mir dann haben wir erst immer E-Mails geschrieben und ich habe soweit mich geschnallt, dass es so schlimm ist. Und dann hat sie irgendwann geschrieben, ich kann jetzt keine E-Mails mehr schreiben. Hm. Ich bin zu schwach. Hm. Und dann habe ich überhaupt erst mal geschnallt, wie schlimm es ist und habe dann habe dann einen Flug dahin gebucht. Echt? Hast du sie noch getroffen? Ja, ich kam dann leider zur Beerdigung an. Also ich habe es halt bis zu ging sehr ruckzuck, oder lange, ja, es ging super schnell. Lungenkrebs, es geht leider immer super schnell. Krass. Ja, man sollte nicht rauchen, Leute. Es ist heute nicht die emotionale Folge, es ist die Depressionsfolge, Alter. Ja, naja. Oh, wow. Nein, wir kommen da wieder raus, wir ziehen uns da jetzt wieder raus. Das ist kein... Wie denn? Wollten wir nicht über Liebeskummer sprechen? Oh Gott. Sollen wir das andere Bier holen? Ich hole mir noch ein Stück Pizza. Pizza hilft ja auch übrigens. Alles mit geschmolzenem Käse oder veganem Käse hilft sehr gut gegen Sadness jeder Art. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht gesund, sich nicht mit seinen Problemen auseinanderzusetzen, sondern sie mit geschmolzenem Käse zu bekämpfen. Bevor ich mich jetzt noch weiter in die Bredouille rede, hole ich mir kurz ein Stück Pizza. Oh Gott. Raum geboren, Traum zwei Arschgeburten. Gesoffen. Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Oh Gott. Was ist das denn? Du hast eine Literflasche Bier mitgebracht. Ja, du hast dir so eine winzige mitgebracht und jetzt habe ich dafür... Ach, das ist das. Ah, das hast du mir schon angedroht, dass du mir das mitbringst. Ja, das ist das. Das ist ein ein englisches Bier von. Moment, wie heißt es denn? Genau. Der Wells. Es ist so dunkel hier, ich kann nichts lesen. Moment. Mach auch nicht. Warte, nein. Es ist gemütlich ohne. Also, die Brauerei heißt Wells und es ist ein Banana Bread Beer. 5,2% Alkohol. Bananen helfen, glaube ich, gegen depressive Verstimmung, habe ich mal gelesen. Wir werden es gleich rausfinden. Ja. Es ist auf jeden Fall eine mit Fair Trade Bananen gemacht und ein ziemlich malziges Bier und was ist denn drin? Steht jetzt alles hier auf Englisch. Malted Barley, Sugar, Maize, Yeast, Hops, Bananas, Banana Flavor. Mhm. Und Mais. Ja, ich hab's in Es ist Mais drin. Malted Barley, Maize. Ja, genau, Mais ist auch drin.
Aber der Malz kommt nicht vom Mais, sondern Gerste. Gerste, okay. Ja, also ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lange um den heißen Brei herum. Ich war in einem Laden in Hamburg und das war so ein Klamottenladen und da hatten die auch so einen Bierkühlschrank, da konnte man auch Bier kaufen. Mhm. Also quasi das ein Bier-Concept-Store, wo es aber hauptsächlich Klamotten gab, aber auch ein bisschen Bier. Jetzt kommt das Geröff von, wir könnten es auch Gerderöff nennen. Hm? Geräusch des Öffnens. Gerderöff. Hm, das klingt ein bisschen französischer. Mhm. Ja. Gerderöff oder Öffreusch oder Geröff. Ich finde Geröff ganz gut, Geröff? Weil das hört sich so ein bisschen assi an. Das passt ganz gut. Ja, okay, gut, alles klar. Jetzt kommt es. Okay? Mhm. Ja. Kurz, aber freundlich. Freundlich und ein bisschen harmlos, würde ich sagen. Ja. Jetzt ich. Das war schon... charmanter. Ja. Also, das trinken wir jetzt auch aus dem Glas. Wir schütten jetzt die Bananen in den Rest von den Himbeeren. Boah, da unten ist noch so Himbeerkot. Nee, heute ist die Fruit-Folge. Das stimmt, das hätte ich mir auch gedacht. So. Es schäumt auf jeden Fall ordentlich auf. Aber ich glaube nicht, dass es lange bleiben wird. Nicht ganz so tiefrot wie dein Bier. Nee. Aber auch eine rotbraune. Rotbraun, aber hell, durchsichtig. Nicht trüb, Entschuldigung. Jetzt sind wir da, wo wir sein nicht wollen. Nicht trüb. Es ist auf jeden Fall schönes. Es duftet stark nach Banane natürlich. Oh ja, geil. Ach so, ich muss dazu noch sagen: Erstens, ich liebe Bananenbrot. Ich auch. Richtig doll. Ich mag Bananen nicht, aber ich liebe Bananenbrot, lustigerweise. Ach, spannend. Ja, ich mag erst auch nicht so gerne Bananen. Ich liebe aber Bananenpfannkuchen mit Nutella. Und ich liebe Bananenbrot. Und ich bin ja so großer Minions-Fan. Und das Minions-Eis schmeckt auch nach Banane. Darum bin ich der Banane grundsätzlich sehr zugeneigt. Und würde sagen, darum probiere ich jetzt einfach mal. Ja, sag mir, was du schmeckst. Oha. Oh, das finde ich aber ganz cool. Also es ist Malz gemischt mit Banane, finde ich. Also im ersten Moment ist es total geil. Und ich finde, im Nachgang schmeckt es ein bisschen nach Aroma. Findest du nicht? Mhm. Ah, okay, das ist die Bananenflavor so ein bisschen dazu. Ein bisschen Parfum. Mhm. Ja, aber nicht so, dass es mich jetzt stört oder dass es sehr arg chemisch schmecken würde. Nee, ich, aber es ist trotzdem so ein bisschen, es ist wie eine sehr gute Duftkerze. Es ist wie eine gute Duftkerze. Nicht wie so ein Ding, das nach Klostein riecht, damit es einfach nicht mehr stinkt in der Wohnung, sondern wie so eine teure Duftkerze. Ah ja, okay, finde ich einen guten Vergleich. Ich würde es aber trotzdem, also Benotungssystem, wie viele Himbeeren gibst du dem vorigen? Wie viele Himbeeren gibt es denn? 5? Wir haben noch 10 gesagt. Ach so, 10. Dann kriegt das davor 9 von 10. Was? Ich liebe das. Du bist so positiv. Du magst geil. Nur deine eigenen Biere. Gar nicht. Ich gebe dem Framboise, Lindemanns Framboise, Lambic. Framboise heißt das doch. Framboise, Lambic Bier gebe ich genau. Ja, wenn es jetzt ein Bier wäre, könnte man es noch benoten, aber ich glaube, es ist out of competition. Deswegen kriegt es von mir 2 Erdbeeren einfach. Weil es gar nicht Wieso Bier ist. Es gibt statt Himbeeren Erdbeeren. Von mir gibt es in der B-Note gibt es von mir Erdbeeren, weil ich habe das Gefühl, das ist gar kein Bier. Deswegen kann es gar nicht mit den Bieren auftreten und auch nicht als Bier benotet werden. Und Himbeeren werden. Stehen für Bier? Erdbeeren stehen für kein Bier. Was anderes als Bier, in diesem Fall. Bei der Bananenbier, wenn das Bananenbier kein Bier wäre oder nicht nach Bier schmecken würde, würde ich sagen, dann kriegen die Äpfel. Also benote ich jetzt quasi das Bananenbier in Bananen? Weil das schmeckt nach Bier, finde ich. Dein Himbeerzeugs war ja eher so eine Limonade. Es ist aber ein Bier. Ja, weil die das draufgeschrieben haben. Ja, aber das richtig. Kann kein Mensch nachprüfen oder nachvollziehen. Ich kann auch einfach mal Wasser in eine Flasche füllen und sagen, das ist Bier hier. Aber Leute. Bier ist doch ein geschützter Begriff, oder? Nicht so wie Schauspieler zum Beispiel. Naja, aber es gibt auch Gingerbier. Wer ist das denn jetzt? Vielleicht kommt noch eine Pizza. Hast du zweimal Pizza bestellt? Nee, aber vielleicht, ich habe 1-2 Klamotten bestellt. Die werden jetzt noch geliefert? Ja. 8:30 Uhr abends? Ja.
Na, wir sind in Berlin, Mann. Wir sind in Berlin, Mann. Ja. Bra? Ja, okay. Gut. Okay, also ich finde die Bananen, ich finde das Bananenbier als Bier. Was ist denn? Ich komme ja. Ich finde das Bananenbier als Bier stärker als das Himbeerbier als Bier. Limonade. Nee, aber als Limonade findest du das Himbeerbier besser. Also wenn das Bananenbier auch eine Limonade wäre, dann würde ich sagen, gewinnt das die Himbeerlimonade. Aber das ist für mich eher noch ein Bier. Das Himbeerzeugs ist so super köstlich und schmeckt nach Himbeere, aber es ist so süß. Es hat nichts mit diesem herben, es ist wieder ein Ale oder noch ein helles oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur ganz so, süßes. Und das merkst du auch, hat gar keinen Schaum. Ich mag ja überhaupt keinen Wein, Sekt, bla, Champagner, dieses Gezeugs. Kannst du mich ja mit jagen. Das ist schade, das ist wirklich schade. Ich weiß, aber ich kriege davon Bauchschmerzen. Das nützt alles nichts. Ja. Ich verstehe, dass das manchmal gut schmeckt. Ich verstehe auch die verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber ich vertrage das nicht. Mir geht sofort schlecht, wenn ich das trinke. Okay. Aber wenn man jetzt mal so als Aperitif irgend so ein... Himbeerzeugs, nein. Ja, das könnte ich mir dann wiederum vorstellen. Ja, ja, gut, aber das ist ja auch 2,5% Das dürfte auch für meinen Geschmack natürlich auch weniger süß sein. Aber ich finde es grundsätzlich lecker. Aber es könnte ein bisschen weniger süß sein. Deswegen, also du bleibst bei deiner 9 von 10 Himbeeren. Ja. Du bleibst jetzt nur dabei, obwohl ich dich jetzt überredet habe, dass es nicht wirklich in der Kategorie ist. Du kriegst halt 10 von 10 Erdbeeren. Ja, okay, gut. Das finde ich gut. Und das finde ich gut. Und das Bananenbier kriegt von mir 7 von 10 Bananen. Danke, danke. Ich finde es auch, genau da würde ich es auch ansiedeln. Ach, ist es so? Doch, wirklich. So langsam. Ich finde, es ist ein gutes Bier und dafür, da siedle ich es auch an. Genau bei 7 von 10. Haben wir rausgefunden, was das überhaupt für ein Bier ist? Es ist ein Ale. Wo steht denn das? Fall. Also ein obergäriges Bier. Ich sehe das nicht. Wo steht das? Bitte, das musst du mir einfach vertrauen. Ach so. Manchmal. Es ist ein, aber sie sagen nicht, was es ist für ein Ale. Also es ist ein Old Ale, glaube ich, so heißt es oder sowas. Au! Was machst du da? Entschuldigung, ich habe mich verletzt. Du kannst mich nicht immer so erschrecken. Es ist ein Old Ale mit Gerste, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Bananen, Bananenaroma. Zack, fertig. Du, apropos Bier, ich will noch eine Sache loswerden. Ich finde nichts. Eine Sache will ich noch loswerden. Wir reden ja immer über Bier und wie toll Bier ist und so. Natürlich muss man responsible Drinking praktizieren. Ja? Gerade wenn man traurig ist oder an einer Depression leidet, könnte es eventuell können schlimme Sachen passieren. Dass man zu viel oder zu oft trinkt. Ja. Und das ist nicht cool, sondern nur traurig. Genau. Und der Grund, warum ich darauf komme, ist, wir haben ja gerade so ein bisschen über Sterben gesprochen und so. In Amerika habe ich gerade gelesen, in der San Diego State University ist ein Fraternity, wie heißt denn immer, ein Pledge. Jemand, der in einer Fraternity Mitglied werden wollte, bei einer Initiation oder wie heißt es mal? Das sind so Leute, die wollen in so eine Verbindung machen die ja, wie das auch in diesen schlimmen Serien immer ist, machen die mit denen so müssen die so Mutproben und Rituale und müssen ganz viel trinken und so weiter und so weiter. Und dieser eine Typ musste so viel trinken, dass der tatsächlich gestorben ist. Der lag einfach am nächsten Morgen in seinem Zimmer, in seinem Dorm und war einfach tot. Ja, dazu kann ich ja nur sagen, wer in Verbindung geht, ist sowieso ein Arsch, aber es tut mir natürlich leid. Das hätte er vielleicht später noch gelernt und wäre ein super Typ geworden. Aber jetzt ist er tot, Jetzt ist er tot, das haben wir davon und das war wegen zu viel Trinken oder vielleicht hat er auch andere Sachen genommen, aber jetzt möchte ich noch eine Sache loswerden. Dann haben sie jetzt ein Statement die Universität hat ein Statement über den Typen rausgegeben, der gestorben ist, das an die Presse ging. Ja? Mhm. Aber pass auf, ich lese einmal kurz vor, was sie geschrieben haben und dann sagst du mir, wie du das findest. Ja. Dylan was an outgoing, light-hearted and goofy person who had so much love to give to everyone he met. He never failed to make everyone in the room smile and his laugh was infectious. Das hört sich an wie so ein Arbeitszeugnis, wo der Arbeitgeber sagt, er war eine gesellige Person. In Klammern, er ist selber schuld, dass er so viel Party gemacht hat. Oder? Ich finde nur, es klingt so wahnsinnig 0815. Es klingt so, als ob sich kein Mensch wirklich Gedanken gemacht hat, können wir irgendwas Originelles über diese Person sagen. Ich glaube, das ist so ein Statement. Das schreiben die wahrscheinlich über jeden
Studenten, der da in der Zeit irgendwie da stirbt. Ja, wenn der ein super introvertierter, stiller Typ ist, schreiben sie bestimmt nicht einfach einen goofy Typ. Ich will generell, wenn ich tot sterbe in der Uni, bitte schreibt nicht über mich, dass ich goofy war. Nee. Kann ich ein bisschen cool sein wenigstens. Für mich klingt es so, der war goofy Klassenclown. Und hat immer... hat nie irgendwo dazugehört und hat darum immer dumme Witze gemacht. Und dann wollte er endlich in eine Verbindung eintreten, damit er irgendwo dazugehört. Genau. Aber dann haben sie ihm so viel Alkohol gegeben, weil er halt nur der dumme Narr mit den Schellen an den Füßen war, dass er sich dann auch noch totgesoffen hat. And he had so much love to give to everyone he met. Und jetzt wird er so, das stand in der BBC, so wird er jetzt, so erinnern sich die Leute an ihn, dass er goofy war. Und was haben die dazu gesagt dann? Haben die gesagt, dass das scheiße ist? Natürlich, die haben jetzt alle Fraternities erstmal suspended. Geil. Ich finde Fraternities auch so scheiße. Das ist wirklich scheiße. Egal, bitte, wenn ich sterbe, wie sage ich es wieder? Wenn ich jetzt so irgendwie, bitte lass dir was Besseres einfallen, als schreib nicht sowas, bitte. Er war ein geselliger Trinker. Hauptsächlich Trinker. Bitte. Wie wär's, stirb doch einfach nicht. Ja. Okay. Schaumgeboren. Ein Liebeskummer. Zwei Pizzen. Ein Trauernder. Dylan ist auch ein schwieriger Name, oder? Wieso? Ich finde Dylan, also, hi, ich bin Dylan. Ich finde Dylan. Gibt es in Deutschland eigentlich? Ist Dylan nicht sehr ganz sexy, der Name? Ja, ich weiß, es gab diesen Dylan, Brandon Dylan. Nee, Dylan. Du meinst nicht Bob Dylan. Das Bob Nachmann. Dylan war auch cool. Wie heißt er denn? Ach Gott. Jason Priestley. Priestley. Nee, der Dings Dylan. Matt Dylan gab es noch. Matt Dylan war cool, ja. Der war auch so gut mit Soundgarden befreundet und Pearl Jam. Tatsächlich? Ja. Was ist da passiert? Ja, nichts. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen over. Aber ich habe noch was vorbereitet für uns. Und zwar eine Liste mit Namen. Mhm. Ich würde einfach von dir gern hören, wie gut du die findest. Himbeeren, also, oder gebe ich den Auberginen vielleicht den Namen? Also es sind, nein, pass auf, es sind Namen, die... In Schweden kann man ja sehr leicht seinen Nachnamen ändern. Ja? Und da gibt es das Finanzamt. Warum? Und das kannst du machen. Das machen das sehr einfach für Leute. Das ist, glaube ich, eine Sache von einem Tag. Machst einen Online-Antrag und änderst deinen Nachnamen, wie du willst. Geil. In Deutschland geht es nicht so einfach. Nee. In Deutschland kannst du. Musst du einen Psychotest machen und sagen, dass du unter deinem Namen leidest oder verfolgt wirst wegen dem Namen. In Deutschland können Namen eigentlich nur abgelehnt werden bei der Geburt, ja. Also wenn du das Namen aussuchst für dein Kind, dann kann... Ja, ich kenne ein paar Leute, die ihren Namen gewechselt haben, aber halt immer aus psychologischen Gründen. Was weiß ich, wenn du geschlagen wirst von deinem Vater und dann irgendwann sagst, ich will diesen Namen nicht mehr tragen, geht es auch. Okay, mit gut. Mit psychologischem Gutachten. Aber es ist super schwierig. Bla, bla, bla. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Namen auf. Mhm. Und wenn du sagst, also wenn du der Sache beipflichtest, nicht erlaubt werden sollen oder hätten erlaubt werden sollen, dann machst du ein Geräusch, sagen wir mal... Ein Veto-Geräusch. Ich verbiete, dass dieser Name erlaubt wird. Ein Veto-Geräusch wäre zum Beispiel zu sagen... Nein. Finde ich nicht lustig genug. Machen wir mal irgendwas anderes? Nee. Okay, finde ich gut. Also, wenn du... ist es ein Veto oder das heißt, du pflichtest der Sache bei? Wenn ich sage, ich pflichte bei, meinst du damit, ich finde den Namen gut? Nee, dass er verboten wurde. Findest du gut, dass er verboten wurde? Ach, die wurden verboten, die Namen, die du jetzt vorliest. Ja, also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Also wenn du findest, dass die Rechte richtig war, dann sagst du, aha. Mhm. Okay. Also das, aha. Das, ja, aha. Aha. Nee, so amerikanisch. Aha. 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 Ja. Okay. Und wenn du findest, dass die total gut sind, die Namen, dann sagst du so, auch schön. Ach, schön. Ich dachte, das muss auch was Amerikanisches dann sein. Oh, nice. Beautiful. Beautiful machst du. Und zwar sanft und süß, ja. Also, wenn du den Namen gut findest, beautiful. Und sonst, dieses andere Geräusch? Aha. Ja. Aha. Okay, pass auf. Also, der erste Name, den ich liebe... Du darfst nicht vorher sagen, wie du es findest. Sonst okay, pass auf. Okay. Das ist wie mit der Gruppendynamik bei dir. Chaotica. Beautiful. Ist das ein Vorname? Ja, die sind alles als Vornamen gedacht. Chaotica Hanusrichter. Finde ich gut. Ja?
Okay, pass auf. Mandy für Jungen. Beautiful. Beautiful. Okay. Tyler, aber so geschrieben. T-H-E-I-L-E-R. Tyler. Tyler. Warte kurz. Tyler. It's beautiful. Aha. Achso, okay, den findest du nicht gut. Aha. Dann hatten wir noch Störenfried. Finde ich echt ganz gut, weil es Gottfried ist. Das arme Kind. Gottfried, Wilfried, Störenfried. Bergfried. Und ich kann einfach Stör nennen, als abgekürzt. Stör. Stör ist ein Fisch. Eben. Okay, pass auf, dann haben wir noch... Nein, der arme Störenfried. Sputnik. Beautiful. Jetzt kommt einmal. Sputnik Wittgenstein. Der kleine Sputnik Wittgenstein, Sputnik. Der soll sich bitte an der Rezeption melden. Sputnik ist lost. Sputnik. Okay, jetzt aber erst für dich als Musikerin, glaube ich, ganz guter Name für euer. Ja, bitte. Grammophon. Was ist das, ein Junge- oder ein Mädchenname? Grammophone wäre vielleicht Mädchen. Grammophone. Grammophon Müller. Aha. Okay, Pubert. Beautiful! Pubert ist richtig gut. P-U-H-B-E-R-T. Pubert Hanusrichter. Hi, ich bin Birte Hanusrichter und das ist mein Sohn Pubert. Der will jetzt auch Schauspieler werden und ich bin richtig doll stolz. Erzähl du doch mal Pubert. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Dann habe ich noch ein... Warte, das noch einmal. Pubert. Das wäre für dich... Puberta Wittgenstein. Das Puberta. Ist fast gut. Pubertus. Pubertus. Und das, der ist auch echt als Vorname gedacht hier. Bierstübel. Ja, das beautiful natürlich. Bierstübel. Und dann kommen jetzt diese klassische, wo man sagt, okay, da kein... Also, der von Abel? Ja. Ja, warum so, was ist damit? Wieso kann man sich warum kann man, ja, kann man so, darf man sein Kind nicht nennen? Weil der ein Arsch ist? Hat der nicht seinen Bruder umgebracht? Weil keinen seinen Bruder umgebracht hat, ja. Ja, gut. Aber Adolf darf man ja auch noch nennen. Ja. Der hat auch ein, zwei umgebracht. Ja. Okay, aber du, kein soll, okay, solltest du erlaubt sein. Ah, kein, beautiful. Beautiful. Kein Wittgenberg. Judas? Würde ich dem Kind nicht antun. Aber ja. Eigentlich ist es ein ganz schöner Name. Judas. Findest du nicht? Vom Klang her finde ich ihn ganz gut. Man Französisch, sollte jetzt auch, Judas. Ich finde, man sollte jetzt auch endlich wegkommen von diesem ganzen Christentum und diesen dummen Geschichten, die uns erzählen. Darum könnte man Judas doch wieder weiß waschen. Ja, ja, ja. Satan? Ganz klares Beautiful. Auch nicht. McDonald? Oha. McDonald als Vorname? Ja. Was ist, wenn der McDonald mit Nachnamen heißt? Ja, super, das wäre noch geiler. McDonald. Das finde ich ganz der geil. Der Jüngere. Ja, beautiful. Beautiful. Finde ich auch. Ronald wäre halt blöd. Als Nachname? Nee, als Vorname, wenn man McDonald mit Nachname heißt. Aber geil, wenn er Ronald mit Nachname heißt. McDonald Ronald. Das ist ganz schön. Ja. Okay, dann noch die letzten hier auf dem Endspurt. Großherzog. Großherzog Hanusrichter. Das klingt doch großartig. Das wäre bei dir komisch, oder? Großherzog von Wittgenstein. Ich heiße ja nicht von. Zu Wittgenstein. Zu sein Wittgenstein. So, Großherzog zu sein Wittgenstein von Berleburg und Berleheimer. Wenn dir das noch nicht reicht, was du alles hast, dann nenn dein Kind auch noch Großherzog. Oder König vielleicht direkt. Das ist lustig, weil das ist hier der nächste Name König hier einer drauf. Dann gab es noch Pinocchio, König und als letztes Popcorn. Das finde ich super. Popcorn ist schön, finde ich auch. Popcorn finde ich richtig gut. Poppy. Poppy Hanusrichter. Poppy Schaar. Poppy zu sein Wittgenstein und Berleburg. Was ich auch ganz gut fand, war als Vorname einfach nur Joghurt. Das wollte nämlich auch jemand benutzen. Das durften die auch nicht. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Seniorina durfte man auch nicht machen. Seniorina. Was sind denn das für Leute, ja, die ihre ist, Kinder das, so nennen? Das verstehe ich auch nicht. Dann gibt's Köln, okay, das sind so Köln-Fans oder ja. Borussia, das ist wahrscheinlich so Fußball-Fans.
Aber warte mal, Borussia ist doch ein Frauenname, oder nicht? Ist Borussia ein Frauenname? Ja, klar. Moment. Borussia ist doch ein Frauenname. Das glaube ich nicht. Was ist denn da los? Es ist, glaube ich, nie und nimmer ein Frauenname. Von, aus welcher Zeit? Aus der Steinzeit. Ja, aus der Steinzeit. Nee, aus der Steinzeit, Borussia. Da heißen die alle Barney und... Was denn? So. Es gab auch den Vorschlag Junge. Einfach nur Junge heißen. Vorname. Kind 1. Junge. Ich möchte mein Kind gerne Hashtag 1 nennen und seinen Bruder Hashtag 2. So, also Borussia. Nee, was? Ach so, Borussia ist neulateinisch für Preußen. Ach so, klar, Prussia heißt das ja auch. Preußen. Preußen ist Englisch. Prussia, ja, aber Borussia ja. Und Borussia ist halt das lateinische Wort für Prussia und Preußen. Das wusste ich. Ich wollte nur mal gucken, ob du das weißt. Ich wusste, dass es kein Frauenname ist. Sonst, das wusste ich. Ja, das ich schenke mir noch ein bisschen was ein von diesem Bier. Mm. Das hört sich jetzt... Mm. Ah. Mm. Hört ihr, wie es schaumt? August hat gerade den Flaschenhals mit seiner Zunge abgeleckt. Das mache ich aber oft, wenn da noch so ein Biertropfen ist, dann lecke ich den immer so... Mir hat auf Facebook eine Frau geschrieben, die ich nicht kenne. Ja. An meine Seite, also nicht an mich privat, das geht, glaube ich, nicht, aber an meine Facebook-Seite. Sie probiert es jetzt auf diesem Wege, sie probiert schon lange, dich kennenzulernen. Mich? Mhm. Ah, wie heißen die? Das kann ich doch jetzt hier nicht sagen, oder? Okay, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Okay, also sie versucht dir das mich schon lange kennenzulernen. Ich sag dir das nach dem Podcast. Kannst du die bitte vorlesen, diese Message? Okay. Das müsste doch ich gehen. Ich sage aber nicht ihren Namen, weil wir wollen sie ja auch nicht dissen jetzt. Nee, natürlich nicht. Ich freue mich ja, wenn Leute mich kennenlernen wollen. Weißt du noch, als dieser Typ... Ich bin sehr enttäuschend in Natura. Das war doch... Das habe ich doch auch schon mal im Podcast erzählt, oder? Dass dieser Typ mit der Fanpost mich so angeschissen hat wegen dir. Ja, ich weiß, das fand ich... Mir, häufig schreiben mir Leute im Zusammenhang mit dir irgendwie. Das passiert mir aber auch bei dir. Aber ich, ist das so? Ja. Und das hast du mir noch nie ausgerichtet. Nee, das will ich auch nicht machen. Ich will nicht, dass du dich zu gut fühlst. Wie? Nein, ich will dich ja nicht unnötig aufbauen. Der hat mich ja angeschissen, der Typ. Ja, aber du bist eh schon zu... du hast eh schon Oberwasser die ganze Zeit. Was? Wieso habe ich denn Oberwasser? Ja. Ich habe doch eben darüber geredet, wie unglücklich ich bin. Ja, weil du The Crown geschaut hast. Nee, grundsätzlich, weil das Wetter schlecht ist und so viel Drama in meinem Leben ist. Aber weißt du was? Manchmal denke ich ja so, ich trinke ein bisschen zu viel. Ja. Und das so, ich trinke zu viel, ich muss aufhören. Aber kennst du das dann? Manchmal triffst du dann jemanden, wo du merkst so... Mit dieser Person wenn ich betrunken bin. Nein, du triffst jemanden, wo du so einfach bist, ich trinke überhaupt nicht zu viel. Ich trinke nicht genug. Weil die Person säuft, schlägt alles, ist nur ein ganz anderes Level. Da komme ich niemals hin. Ja. Und das finde ich immer sehr angenehm, wenn man solchen Leuten begegnet, weil dann fühlt man sich selber... Dass dich selber wieder so rechtfertigt. Ja, das verstehe ich gut. So, pass auf. Also ich habe die Mail jetzt gefunden. Hallo? Kommt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und ich bin sicher nicht die Einzige, die dir schreibt. Ach, August. Aber ein Versuch ist es ja wert. Da ich August keine Nachricht senden kann, wäre es sehr nett, wenn sie ihm meine Nachricht zeigen. Das mache ich jetzt. Wieso kann sie mir keine Nachricht schicken? Keine Ahnung. Habe ich sie blockiert oder was? Vielleicht. Sag mal. Warte. Entschuldigung. Würde ihn sehr gern kennenlernen. Vielleicht meldet er sich ja. Danke. Und dann bietet Facebook mir übrigens an, Termin vereinbaren. Vereinbare mit Heidi heute Abend einen Termin um 23 Uhr und sende eine Bestätigung. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Um 23 Uhr? Das ist aber recht spät. Hä? Wieso habe ich denn jetzt den Namen gesagt? Bin ich verrückt? Ist doch nicht schlimm. Du hast ja nur den Vornamen gesagt. Aber sag mal, wieso will die sich mit mir um 23 Uhr nun treffen? Mit mir? Ach so, mit dir will sie sich um 23 Uhr treffen? Die hat ein Facebook-Bild mit ihrem Sohn. Ich finde das ein bisschen beunruhigend alles. Ach so, ja. August, ist das vielleicht dein Kind? Der sieht mir ähnlich. Der sieht dir sehr ähnlich, ja. Ach du Scheiße. Oha. Ach, sie kann mir nicht schreiben, weil ich... weil er sie geblockt hat, seit das Kind auf der Welt ist. Und ich mich ewig nicht gemeldet habe. Der heißt König mit Vornamen. Großherzog. Hier, ein Bild von mir mit meinem Sohn Großherzog. Aber es ist ein gut aussehender, gesunder Junge. Also, hast du gut gemacht. Ja, sieht gut aus. Ach, Heidi. Denn morgen steht das alles in der Zeitung. Hashtag Witzchen.
Oha. Oh, guck mal, die Heidi. Du, finde ich aber nett von ihr. Viele Grüße, wenn sie uns hört, Heidi. Ich finde es nett, dass du dich an Birte wendest. Birte hat einen sehr guten Überblick über meinen Terminkalender. Vor allem Birte, er hat einen sehr guten Überblick. Nein, ich habe gesagt, Birte hat einen sehr guten Überblick. Erst hast du er gesagt. Scham geboren. Sind wir. Zwei Chaoten. Königskinder. Zwei Großherzoge. Eine Prinzessin. Und einmal Popcorn. Birte, so bin ich für dich. Birte hat einen sehr guten Überblick über meinen Terminkalender und ist auch ein guter Türsteher. Apropos Türsteher. Wir wollten ja Liebeskummer. Ja, wollten wir kurz machen. Aber ich weiß, ich bin für mich da irgendwie nicht so bereit dafür. Ich weiß auch nicht, bist du so. Ich finde es auch, wenn ein 38-jähriger Typ über Liebeskummer redet, dann ist es auch irgendwie. Wieso? Ach, das hätte ich jetzt bisschen, schon. Ich hätte auch was über mich und Liebeskummer erzählt. Dann reden wir gleich über dich. Aber was ich sagen wollte, ist dieses ganze Daten, ja. Mhm. Ich musste ja wieder raus, dann musste wieder los, dann musste wieder Leute treffen. Führt noch zu noch mehr Trinken, weil meistens auf Dates muss man ja dann irgendwie was saufen, um die Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Das heißt, ja, muss eigentlich die ganze Zeit trinken. Selbst ohne Date wird ja. Und da ich das mal halt macht, ist ja diese, merke ich halt auch diese Werbung, ja, für diese ganzen Dating-Plattformen, Elite-Partner und Tinder. Nein, Tinder ist zu dirty und da kann ich auch nicht, da kann ich auch nicht drauf. Ich mache auch keine Dating-Plattform außer. Aber Tinder und so kannst du vergessen. Aber dann gibt es ja diese Parship, C-Date, Elite-Partner und eine, die heißt Lemon Swan. Und Lemon Swan ist eine Dating-Plattform. Zitronenschwan? Zitronenschwan. Und ich glaube, da ist, glaube ich, niemand drauf. Die haben, und auf ihrer Website schreiben sie das auch, 5 Türsteherinnen, die jeden Typ screenen, der sich da irgendwie registrieren will, damit keine, in Anführungszeichen, schlechten Typen da irgendwie sich anmelden. Das heißt, jeder Typ da ist voll gut. Voll gut für die Frauen. Also es ist eine Frau. Ja, aber die wissen ja auch nicht, ob der dann ja, ich, hinterher sich keine, als Serial Killer rausstellt. Ja, eben. Was heißt denn das Türsteher? Die schreiben wörtlich unsere Türsteherinnen. Wie hieß denn nochmal ganz früher diese allererste Dating-Plattform? Also ja, überhaupt die erste, die es so gab. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Das war nicht Parship. Nee, die hieß irgendwie, das war auch ziemlich dirty. Also ganz früher, weiß ich nicht, vor 20 Jahren vielleicht. Nee, sagen wir mal vor 15 Jahren. Da kam das gerade so zum ersten Mal raus. Da gab es so 15 die erste, Jahren, echt schon? Und da war ich da einmal drauf. Das war ganz lustig, weil da hatte ich auch einen Freund, aber mich hat das so interessiert. Ja. Oh, wie hieß denn? Genau, wie Tinder diese, so viele interessiert. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, da war ich da einmal drauf und habe dann irgendeinen Kumpel von mir getroffen. Dann haben wir uns da auf ein Bier verabredet. Und das war es so. Und das war meine Erfahrung damit. Und dann war ich nie wieder auf einer Dating-Plattform. Ich war einmal kurz auf Tinder, weil das auch da neu war und dann hat... Auch ganz lustig war. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Da saß ich auf dem, wir haben auf dem Reeperbahn-Festival gespielt mit der Band und ich sitze in so einem Bandraum und mache halt dieses Tinder an und da ist ein Typ, der mich irgendwie super liked und dann gucke ich und dann steht da bei seinem Profil, hi, playing Reeperbahn Festival tonight with my band und ich drehe mich um und der steht hinter mir in dem Raum. Der war auch Musiker. Ja klar. Ach, und ich so, und habe halt sofort ausgemacht, weggepackt, mich bei Tinder abgemeldet, weil ich dachte halt, ich muss jetzt mit dem Sex haben, wenn der mich findet. Musst du. Ja, ich dachte, das ist so bei Tinder. Naja, und dann habe ich mich sofort ganz schnell wieder abgemeldet und das war's dann bei Tinder für mich. Ja. Ups. Verzeihung. Und bei dieser anderen, es gibt ja noch so eine Promi-Dating-App. Ja. Da wollte ich mich ja auch mal anmelden, weil ich dachte, ich will es jetzt wenigstens mal einmal sehen, aber das kostet irgendwie Geld im Monat, hatte ich dann keinen Bock mehr. Ja, ja. Und die sind auch alle, also die sind auch alle in London oder also auf der App sind alle in London oder in LA oder New York. Es gibt eigentlich kaum jemanden in Deutschland. Das ist dann auch immer so teuer, wenn man da erst hinfliegen muss. Ja, und dann weiß man nicht, wie die sind. Also ich war auch jetzt auf einem Date, das war so. Dating ist einfach scheiße, muss ich echt sagen. Also vor allem so Blind Dates, wo du die Person vorher nicht getroffen hast, ist einfach scheiße. Ich war aber auf einem Date und da war die Person, mit der ich getroffen habe, die hat einem einfach nur, ich glaube 2,5 Stunden, nur über sich geredet.
Nur, also ich glaube, ihr habt mich original nichts gefragt. Ich habe dann hin und wieder was von mir erzählt, nur um irgendwie, ja, dass sie auch ungefähr weiß, was ich so mache und wer ich bin und so. Vielleicht, ja, wollte sie einfach, vielleicht war sie so verunsichert, weil du so toll bist, dass sie einfach Werbung für sich machen wollte. Überhaupt nicht. Die hat einfach nur runtergerattert, was sie sich vorstellt, was sie will, was sie macht. Und das Geilste ist, die hatte dann natürlich ein paar Tage später, fand es so toll, wollte sie sofort wieder treffen. Ich so, du hast doch gar kein Interesse an mir. Ja. Warum? Du fragst mich keine einzige Sache über mich. Du hast gar kein Interesse an mir. Du willst nur schnell jetzt irgendwie vielleicht einen Typen heiraten, ein paar Kinder bekommen, irgendwie ein gesetteltes Leben haben. Aber du hast kein Interesse an meiner Person. Wieso willst du dich nochmal mit mir treffen? Da bin ich dann einfach nur dein, weißt du, ich verstehe das nicht. Du musst doch Interesse an deinem Gegenüber haben. Sonst kannst du ja keinen Partner finden. Ich muss dazu sagen, ich habe nie so wirklich Leute, also ich habe nie gedatet. Dieses Dating-Konzept ist mir total fremd. Ich habe immer Menschen irgendwo kennengelernt. Das ist total anstrengend. Und habe die dann einfach schon gekannt und habe mich mit denen unterhalten, weil ich die irgendwo, weiß ich nicht, beim Arbeiten oder ja, in meinem Freundeskreis. Aber irgendwann triffst du die schon irgendwo, da kommen wir gehen total, zusammen in eine Bar. Und dann ist ja auch ein Date eigentlich. Ja, das, na klar, aber da kannte ich die schon und wusste schon so viel über die, dass irgendwie schon klar war, okay, da ist total, wir haben wichtige Themen miteinander, so. Ja. Und dann war das immer schon total deep sofort. Ja. Aber wenn man einfach so wahnsinnig, weißt du, jetzt, wo wir dieses Jet-Set-Leben führen, da hat man auch einfach nicht mehr so viel Zeit für sowas. Da muss man gezielt auswählen. Ja, ja, man muss, ich verstehe es eh nicht. Also, aber dieses Liebeskummer-Geschichte, eigentlich, warum macht es das denn so? Warum macht einem das Leben das so schwer? Ja? Ich verstehe den evolutionären, darüber habe ich schon mal mit dir gesprochen, ich verstehe den evolutionären Mehrwert von Liebeskummer. Was ist der? Nicht, genau. Ach so. Das ist die Frage. Ich dachte, du sagst nicht. Ich glaube, eigentlich, also man sagt ja so, der Mensch ist ja eigentlich, Leute zweifeln an, ob der Mensch monogam ist. Ja? Mhm. Aber ich glaube, der Fakt, dass Liebeskummer existiert, deutet eigentlich darauf hin, dass der Mensch monogam sein soll, weil Liebeskummer ist das schlimmste Gefühl und das will ich niemals spüren. Das heißt, also das signalisiert mir, trenn dich nie wieder von einem Partner, weil du wirst durch die Hölle gehen. Mhm. Und das ist so für mich das Zeichen, dass okay, die Natur will wahrscheinlich, dass wir monogam sein sollen. Aber eigentlich, wenn es um Selbsterhalt irgendwie und ich muss doch irgendwie weiterleben und mein alles in den Griff kriegen und irgendwie nach vorne gehen, Liebeskummer hält mich nur zurück, es macht mich fertig, es macht mich platt. Also es hilft mir als Mensch überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie die das damals in der Steinzeit gemacht haben, als sie Liebeskummer hatten. Da haben die ja nichts mehr geschafft wahrscheinlich. Meinst du, die hatten Liebeskummer? Natürlich. Liebeskummer ist so, das ist so mega natürlich, das ist so mega tief, seelisch. Das ist so ein primales Gefühl, wenn dir jemand genommen wird, von dem du denkst, mit der Person, ohne die Person kann ich nicht leben. Ja, was heißt, vor allem, es ist ja nicht so, es ist ja noch viel schlimmer, die Person wird dir nicht genommen, sondern die lehnt dich auch noch ab. Also die Person ist ja, ne, also genau, wenn du Schluss, ja, also genau, die wird dir ja nicht von einer höheren Macht genommen. Je nachdem gibt es natürlich verschiedene Szenarios. Ja, natürlich. Aber so grundsätzlich, wenn man jetzt doll, also der schlimmste Liebeskummer ist ja auch irgendwie, wenn der andere einen nicht mehr will oder der andere Schluss macht, warum auch immer. Ja. Und das ist ja natürlich, das kommt ja dann auch noch dazu. Aber ich glaube, ist es nicht vielleicht andersrum? Also damit wir uns vermehren und unsere Art gesichert ist, kriegen wir so ein krasses Belohnungssystem im Kopf, wenn wir verliebt sind, damit wir ganz viel Sex haben und Babys machen und bla bla bla. Und dann, wenn die andere Person dann weg ist, dann ist es auf einmal weg. Und dann haben wir liest man ja immer überall, dass das ist wie Heroinentzug, Liebeskummer. Also man wird einfach verrückt nach dieser anderen Person auf einmal. Das ist wie, ich will das Heroin zurückhaben. Ja, aber dann, wieso vermehren wir uns dann? Dann sitzt du nur zu Hause auf der Couch und weint. Ja, aber da ist es ja schon passiert. Es geht ja nur darum, dass du in der guten Phase ganz schnell ganz viel Sex hast und Babys machst. Ja. Und warum kommt dann der Liebeskummer nachher? Na, dann soll man halt erstmal noch beieinander bleiben, damit die Babys quasi klarkommen, weil ja Menschen Kinder so lange brauchen, bis sie irgendwie safe stehen und laufen und wegrennen. Und dann geht der Mann. Und dann wahrscheinlich und vermehrt sich mit jemand anderem. Ja. Ja, aber deswegen, das meine ich ja, deswegen gibt es ja Liebeskummer, weil wenn die Bindung tief ist, dann wird der Mann
nicht gehen wollen, weil er weiß, okay, shit, ich krieg dann so krassen Liebeskummer, das will ich nicht. Genau, soll er ja auch nicht. Er soll gefälligst warten, bis die Kinder weglaufen können und dann können beide gehen und sich mit jemand anders vermehren oder nochmal eine Runde machen. Und dann hat er, also du meinst, dann hat er keinen Liebeskummer mehr? Ja, die Frau hat ja auch Liebeskummer. Ich auch, überraschenderweise können Frauen auch Liebeskummer haben. Ich weiß, alle haben Liebeskummer. Alle haben Liebeskummer. Ich hab gestern Abend, ich höre gerade einen Song auf Repeat. Das passiert mir sehr selten. Oh, ich höre Gott. Ich höre einen Song. Oh Gott, Liebeskummer ist das schön. Ich höre einen Song auf Repeat, der so unfassbar gut ist. Und ich würde mich interessieren, welche Songs du dich erinnerst, von die du wirklich auf Repeat gehört hast, weil es passiert mir wirklich sehr selten. Ich kann dir vielleicht 2 oder 3, 4 off the bat sagen, wo ich sage, die habe ich einfach nur den Song. Das ist dieser Future Island Song, The Great Fire. Kennst du den? Boah, hör da einmal rein. Ich glaube, das dürfen wir nicht. Darf man doch so eine Sekunde bestimmt, oder? Aber ich kann mal schauen, ob ich ihn finde. Oh ja. So geht es los. Es ist schon diese schweren Töne irgendwie. Ja, wenn der gut ist, kann ich den in meine. Ja, kenne ich. Oh, das ist ah, den könnte ich doch in meine. Ich habe doch letzte Woche meine Playlists. Ich habe doch vor 3 Wochen meine Playlists veröffentlicht bei Spotify. Oh, nice. Und da habe ich eine Rain-Playlist. Das ist meine Liebeskummer-Playlist. Die kann man quasi, wenn man sich halt suhlen will und möchte, dass es dann noch schlechter geht, ja, kann ich die sehr so empfehlen. Weil warum das will man das? Ja. Ich warum macht man das? Warum? Street Spirit von Radiohead. Mama. Das ist der traurigste Song ever. Das ist der mit diesem Slow-Mo-Video. Den kenne ich. So traurig. Naja, aber ich muss sagen, es ist lustig, dass man sich in dieses Gefühl so reinwälzt und dann am liebsten auch noch länger drin bleibt und es dann einfach nur alles noch schlimmer wird. Ich glaube, es war, man fühlt so viel, man ist plötzlich wieder so viel Mensch. Ja, ja, vor allem, man weiß halt so genau auch, was man machen könnte, wenn man es wieder, also wenn man es retten wollen würde, nämlich einfach locker bleiben, die Fresse halten, nicht 95 SMS schreiben, ja, nicht das sowieso anrufen. Naja, aber in meinem Fall, ist alles over. Da gibt es nichts, was ich machen kann. Ich habe auch gar nicht versucht, irgendwelche SMS zu schreiben oder sonst irgendwas. Das ist einfach jetzt passiert. Und nichts Schlimmes ist passiert. Es war einfach nur ein Gefühl bei ihr und war so wie nicht mehr das Richtige für sie. Es ist einfach so. Deswegen sage ich, schreibt der Heidi, man will mich gar nicht treffen, weil der gleich am Anfang, es ist alles ganz anders, als die sich das vorstellen. Also, ja, das stimmt. Ja. Ach Mann, ja, es ist einfach furchtbar. Aber eigentlich solltest du dann jetzt ganz lieb zu dir sein und eine Pizza essen und sowas. Das passt schon. Nein, ich sag dir, bei Liebeskummer, die einzigen Sachen, die für mich funktionieren, sind Sport, ja, bei mir auch. Gesund sein, Sport und viel rausgehen, viel mit Leuten abhängen. Viel rauchen. Gar nicht rauchen am besten, aber viel rausgehen, viel Leute treffen, ja, sozial sein. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist irgendwie zu Hause sitzen, Filme glotzen und Pizza fressen. Das ist so der absolute Oberkiller. Also Sport hat mir auch immer total, aber es ist auch einfach, wenn man so das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht klar, finde ich. Und weiß überhaupt nicht, wie man den Tag überstehen soll, dann finde ich zum Beispiel Laufen gehen oder sowas ist richtig gut. Ja, total. Ist total großartig. Ach ja, kannst dich ganz oft mit mir treffen, aber ich werde wahrscheinlich probieren, dich in Richtung Pizza zu manipulieren. Du, ich hin und wieder kann ich mal eine Pizza essen, aber jetzt gerade muss ich mich, das muss halt irgendwie ein bisschen besser, ja, ich muss irgendwie besser leben, mich weniger trinken, aber es ist zweimal, ich trinke ein bisschen Bier. Die Hauspaar. Wir haben doch diese Folge mit Isabel Polak. Ach so, man darf ihren Namen ja nicht falsch sagen. Polak. Wir haben doch die Folge mit Isabel Polak gelauncht. Isabelski. Isabelle Blellinger. Ja. Und die hat doch da über diese Hausparty bei sich zu Hause erzählt. Das wissen jetzt unsere Hörer nicht, weil diese Folge ist ja erschienen in der Schaumgeboren-Edelstoff-Ausgabe.
die exklusiv auf Podimo läuft zurzeit. Und die erste Folge ist gestartet am Dienstag, den 12. November ist die Folge auf Podimo erschienen. Genau, und da hat Isabel doch was erzählt von dieser Hausparty bei sich zu Hause. Mhm. Bei ihrer Geburtstagsparty, erinnerst du dich? Genau, mit der Schaukel. Da ist die Hollywood-Schaukel zusammengebrochen und da hat es mich natürlich wahnsinnig interessiert, weil ich ja in der Zeitung gelesen habe, dass du in einem Schloss wohnst. Ja, ich wohne in einem Schloss. Ich bin auch mit der Kutsche zur Schule gefahren worden. Mit einer kleinen Krone auf. Mit einer Krone auf und habe in meiner Freizeit nichts anderes getan, außer zu reiten und gegen Drachen zu kämpfen. Gegen Drachen zu kämpfen? Ja. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, mehrere Drachen gejagt und auch Könntest du erlebt. Mir da mal ein paar Eier mitbringen? Ich habe da so eine Fantasie, dass ich mit denen in so ein Feuer reinlaufe und danach rauskomme und richtig schöne Haare habe. Das glauben viele Leute, dass die feuerfest sind, aber das sind tatsächlich nicht feuerfest. Ich habe leider gar keine geheimen Hauspartys gefeiert. Oder hast du nur Angst, weil deine Mutter zuhört? Wie gesagt, ich bin nicht, nein. Obwohl, da hab ich auch Angst vor. Ihr bist sehr kritisch, meine Mutter. Ich habe keine Hauspartys bei uns zu Hause gefeiert. Wir haben aber auch nicht im Schloss gewohnt, wir haben in so einem recht normalen Forsthaus im Wald gewohnt. Und es war aber weit weg von allen anderen meinen Freunden, weil wir wohnten ja auf dem Land und waren halt verstreut in alle Himmelsrichtungen. Und da hat man die selten zusammenbekommen. Und dann bin ich mit 15 aufs Internat. Deswegen, das wäre die Zeit gewesen, wo dann sowas anfängt. Ich verstehe. Und deswegen habe ich keine einzige Hausparty bei uns im Haus gefeiert und habe nichts kaputt gemacht. Ich habe einmal die Vorhänge meiner Mutter angezündet, aber es war ein Versehen. Das war ein Versehen. Ich habe mit so kleinen Feuerwerkskörpern hantiert. Wie alt warst du da? Ja, ich würde sagen 10. Ach so. Okay. Das war das einzige Mal, wo ich erlebt habe, dass mein Vater mich angeschrien hat, weil er so Angst um mich hatte, weil es brannte alles lichterloh und ich habe versucht, den Vorhang zu retten. Oh Gott. Und meine Feuerwerkskörper flogen irgendwie auf die neue Treppe. Oh nein. Das neue Holztreppe. Überall waren so nachher so Feuerwerksbrandflecken in dieser Treppe. Es musste alles neu geschliffen werden. Also es war einfach ein Riesendrama und ich habe mich so geschämt. Und mein Vater hatte einfach nur Angst um mich, dass ich mich da irgendwie verbrenne. Aber egal, das war meine Hausparty, meine Feuerwerksparty. Ich verstehe. Ach ja, ich wollte eigentlich meine erzählen, aber jetzt, während ich das zu dir gesagt habe, habe ich gerade gedacht, meine Mutter hört immer den Podcast. Ja, erzähl mal. Ich weiß nicht, ob die das weiß inzwischen. Hört ihr echt unseren Podcast? Ja. Und wie findet sie den? Ich glaube, lustig. Ich habe dann gesagt, Mutti, ich sage immer so oft, also Mutti sage ich ja nicht, Mama, ich sage immer so. So ficken. Ja, genau, das habe ich gesagt. Dann hat sie gesagt, ach ja, weißt du, wenn du dann so frei redest, dann ist das halt so. Ja. Aber schön, dass du Opa erwähnt hast, hat sie gesagt. Oh ja, ja, das freut mich das auch. Das stimmt. Ach so, und ich soll noch mal dazu sagen, der hat nicht 50, der hat 25 Jahre bei der Rocola AG gearbeitet. Das war falsch. Weil sonst hätte er sehr früh angefangen. Kleines Detail. Nichtsdestotrotz, also jetzt hör halt kurz weg, Mama. Ey. Im Ernst jetzt, das ist auch Arbeit hier. Ich muss das jetzt erzählen. Also meine Frau Hannes-Richter, das ist garantiert nicht so schlimm, wie Sie jetzt denken. Und guck mal, es ist doch halbwegs was aus mir geworden. Ich bin ja nicht abgestürzt. Ja, also auf jeden Fall, meine Eltern waren irgendwie mehrere Wochen im Urlaub. Wo wart ihr denn dann nochmal, Mama? Ich war 15, ich war älter. Wie alt war ich denn? Nee, wahrscheinlich war ich 17 oder so. Naja, auf jeden Fall, meine Eltern waren mehrere Wochen im Urlaub. Ich glaube, 3 Wochen haben mir Kohle dagelassen, damit ich klarkomme. Ich hatte ja 6 Wochen Sommerferien. Du warst 3 Wochen alleine sozusagen. Mhm. Und die haben dir Kohle dagelassen, damit du klarkommst, Essen kaufen und so weiter. Wie ja. Geil. Wie alt warst du? 15? Ja, habe ich erst gesagt, aber wahrscheinlich war ich eher 17. Ja, okay. Das geht ja dann. Alle meine Freundinnen von damals, die jetzt diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich dann auch mich anrufen und sagen, nein, wir waren so und so alt, aber so ist das halt. Geil, das klingt schon so wie ein Traum. Halt alle Hast du dich Leute tierisch gefreut? Hören, ich habe mich total gefreut, aber mit der Zeit hat sich halt rumgesprochen, dass meine Eltern 3 Wochen im Urlaub sind. Und wir hatten halt einen Garten und ein Haus. Wie geil. Und wir sind ja sehr gastfreundlich im Ruhrpott. Und dann haben natürlich meine Freundinnen immer bei mir geschlafen. Und dann waren halt vielleicht auch mal 2, 3 andere Leute da. Typen waren da. Ja, auch Typen natürlich. So, okay. Und dann macht man halt so Trinkspielchen, Meiern oder Mäxchen. Oh, kennst du das? Wie heißt das bei euch? Ja, das auch. Aber entweder heißt es Mäxchen oder Meiern bei den meisten Mäxchen Leuten. Mäxchen wahrscheinlich.
So mit Würfeln? Ja, ja, mit Würfeln. Ja. Genau. Also dann so Trinkspielchen und so. Und zwar alles halt wahnsinnig lustig und ganz toll. Und sexy? Dann manchmal kam, nö, ja, ach, da, ich war da schon abgeklärt mit alles. Aber naja, es haben halt öfter auch mal Leute bei uns geschlafen. Ja. Übernachtet. Und manchmal war es halt auch so, dass die ein bisschen länger wach waren als ich. Mhm. Weil ich einfach, natürlich nur, weil ich nüchtern und brav schon. Du warst ja auch müde, Bett. Genau, du musstest dann, lernen genau, und in die Schule. Ich habe gebetet und dann bin ich ins Bett gegangen, ja, was man halt so macht. Ja. Naja, jedenfalls, ich habe viele Sachen halt auch nicht mitbekommen, die da so passiert sind, aber es sind auch sehr viele lustige Sachen passiert. Whatever, alle, die dabei waren, ihr wisst, wer ihr seid. Ich werde heute noch auf diese Partys angesprochen. Neulich auf dieser Hochzeit, über die ich auch gesprochen habe, haben auch viele Leute mich auf diese Partys angesprochen. Ja. Nun denn, irgendwann kamen meine Eltern wieder nach Hause. Ich habe das Haus von oben bis unten geputzt und alles war wieder vermeintlich tipptopp in Ordnung. Von außen? Ja, ich war recht schlank geworden, weil ich das gesamte Geld fürs Essen natürlich für Partei-Utensilien ausgegeben habe. Geil. Meine Eltern kamen nach Hause und das Erste, mein Papa hat halt alles gemerkt. Meine Mutter, ich weiß nicht, entweder ich habe es ihr irgendwann mal erzählt oder sie hört es jetzt zum ersten Mal. Das Erste, was passierte, war, mein Vater ruft mich und sagt so, bitte kommst du mal ganz kurz auf die Terrasse? Oh nein. Ich so, ja, was denn? Und er so, du sag mal, hattest du Besuch hier? Oder ich so, nein, wieso? Also mal Nicole oder Maya oder so. Und er so, kannst du mal ganz kurz mir sagen, was da unterm Tisch ist? Ich so, wieso, was denn? Und er so, guck doch mal unterm Tisch. Und ich so, hier ist nichts unterm Tisch. Und er so, kannst du mal bitte kurz von unten an die Tischplatte gucken? Guck kannst du mal an die Tischplatte. Und da kleben halt an unserem Terrassentisch so 40 Kaugummis. Oh nein. Unter der Tischplatte. Und ich so, Wer macht sowas? Keine Partyvolk. Und ich so, keine Ahnung, ich weiß nicht genau und so. Und dann 5 Minuten später ruft mein Vater mich aus dem Keller. Bitte, kannst du mal kurz in den Keller kommen? Aber der hat auch alles genau untersucht. Mhm. Der hat sich schon gedacht, dass du irgendwas da gemacht hast, oder? Wahrscheinlich, ja. Der hat nach Fehlern gesucht. Der hat wahrscheinlich nach Fehlern gesucht. Naja, jedenfalls gehe ich in den Keller und er so, sag mal, die Weinflaschen, die hier unten in diesem Regal lagen. Und ich sowieso die hast Weinflaschen... Hast du die umgeräumt? Genau, nee, ich hatte die alle nachgekauft und ich so, ich hab die doch hier, ist doch, sind doch alle da und so, alle Weinflaschen. Und er so, aber auf jeder Weinflasche klebt halt dasselbe Etikett vom selben Supermarkt und ich glaube, ich hatte keine Supermarktweine hier. Und ich so, Oh nein. Ja, also. Und dann haben die den ganzen guten Wein von deinem Vater weggesoffen? Die haben halt den ganzen Wein, ich weiß nicht, ob unser Wein im Keller ehrlich gesagt so gut war, aber auf jeden Fall war besser als der Lidl-Wein, den ich dann danach gekauft habe. Ach, du hast auch irgendeinen Wein gekauft. Ich wusste doch nicht mehr, was die da für Wein aufgemacht haben. Und so ging es dann weiter, bis dann irgendwann unsere Nachbarin, Frau F***, die auch früher, als ich klein war, meine Kunstlehrerin in der Schule war. Und eigentlich verstehen wir uns ganz gut, auch heute noch. Ich hätte ihr diese Boshaftigkeit nicht zugetraut, aber sie hat dann geklingelt und ein paar Schnapsgläschen, die bei ihrem Garten lagen, zurückgebracht. Natürlich zufälligerweise erst, als meine Eltern wieder aus dem ganz Urlaub zufällig, ja, wieder ja. Da waren. Solche Nachbarn lieben wir. Ah, es war ganz großartig. Und es war eine, wie soll ich sagen, es waren interessante Wochen in der Zeit danach, weil mein Vater, der hat mich, also er hat dann nichts gesagt, aber es, immer, wenn er mir vorbeigegangen ist mit so einem suffisanten, du machst ab jetzt alles, was ich dir sage, Lächeln, vorbeigegangen. Es war so, und wir haben halt wirklich, ich habe noch Jahre später immer wieder Sachen entdeckt. Herrlich. So ausgedrückten, weißt, wir hatten so eine Raufasertapete, was man in den 90ern hatte. Ja. Da war dann an vielen Stellen waren dann so graue Flecken und die Raufaser war so rausgebrannt und so. Und ich so, nein. Ist herrlich, herrlich. Ich weiß noch, meine kleine Schwester hat man bei meiner Schwester und bei meiner großen Schwester und ihrem Mann hat sie mal gewohnt in Zeitung und da hat die, wir haben oben auf der Dachterrasse so einen riesen Schirm, also so wirklich einen großen Schirm für den Sommer gehabt. Und die, meine kleine Schwester hat da jetzt irgendwie wohnen dürfen und die waren irgendwie auch verreist. Also so einen mega fetten Sonnenschirm, so mega den fetten man auf Sonnenschirm, so einer Dachterrasse genau, so installiert. Fetten, mit so richtigen Betongewichten unten dran. Mhm. Und mein Schwager hat gesagt, du, immer wenn ihr die Terrasse verlässt, ihr müsst den zusammenklappen, weil das ist wirklich ein schweres Teil. Ja. Genau. Was passiert? Natürlich nicht zugehört. Das ja, Ding, ja. Das Ding, es gibt einen Sturm und das Ding ist auf und es fliegt
runter vom Dach in den Innenhof. Also ein massiver, riesen Schirm. So ein Gastroschirm. Der hätte auch irgendwie 10 Leute erschlagen können in der Nacht. Fliegt in den Innenhof und meine kleine Schwester, helle Panik, merkt es irgendwie am nächsten Morgen. Dann tragen die den alle irgendwie in den Lift und aktiviert ihre Freunde und bringen den da hoch. Und natürlich kommt irgendwie ein Nachbar und sieht, wie die das in den Lift reinmachen und dann wieder hochbringen und so. Und stellen es auf, das Ding ist noch heile. Hat kein Mensch gemerkt. Meine Schwester und ihr Mann kommen nach Hause. Meine kleine Schwester erwähnt auch gar nichts, natürlich. Aber genau wie bei dir klingelt irgendwie so der Nachbar auf der ersten Etage. Und dann, sagen Sie mal, das war ja schon eine ordentliche Nummer mit dem Schirm. So, welchen Schirm? Dann sagt er so, ach, das wissen Sie gar nicht. Meine kleine Schwester im Hintergrund so, nein, abwürgen, abwürgen. Und da haben die rausgefunden, dass sie halt diesen Schirm runtergeschmissen hat. Aber ich meine, das ist so mega gefährlich. Ja, vor allem überleg mal, der Schirm wäre einfach ins Haus nebenan in eine Fensterscheibe. Ja, oder das wäre irgendjemand unten auf der Wiese gestanden und wäre das tot. Wer haftet denn dann überhaupt? Das ist, ja, deine Schwester. Die Kleine oder die Ältere? Nee, die Kleine, die den Schirm nicht zugemacht hat, natürlich. Wahrscheinlich. Und eine andere geile Geschichte, apropos Hausparty, hat auch mit meinem Schwager zu tun. Das war ein Freund von ihm, die waren auf irgendeiner Party in München, mitten im Winter, da waren die irgendwie 18, 19, keine Ahnung, Grünwald, irgendwie so ein Schickimicki-Haus. Und dann hat es krass geschneit und alle waren so auf der Tanzfläche und so zwei Typen, einen davon kenne ich auch, sind raus zum Pinkeln und haben irgendwie auf der Wiese so ein Beil entdeckt, ja. Und dann dachten die, es wäre eine saugute Idee, wenn die jetzt einfach einen Baum fällen, ja. Sind in den Garten, haben irgendwie so eine große Kiefer gefunden und haben halt so Bier getrunken und währenddessen hat man sich abgewechselt und so immer in die gleiche Kerbe geschlagen, ja. Zack, zack, zack. Und nach, ja, ich glaube nach einer Stunde ist dieser Baum so und ist so no. Und hat das Haus geteilt. Hat das Haus geteilt in zwei. Die meinten, die waren auf der Tanzfläche und plötzlich hört man so. Und dann fiel dieser Baum krachend auf die Tanzfläche und hat quasi den Dancefloor in zwei geteilt. Und das schneidet dann natürlich noch weiter rein und so. Die Musik wahrscheinlich so kurz. Und dann? Ja, dann gab es natürlich einen Riesenschaden. Ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel. Meinst du, die Haftpflicht zahlt, wenn du besoffen bist? Naja, ich weiß es ist ein bisschen. Das ist ja grober Unfug. Ich glaube, es war so ein bisschen so ein Issue, weil ich glaube, das hat irgendwie 180.000 Euro gekostet, die ganze Sache. Fuck. Und ich glaube, dass die Eltern der Kinder recht lange noch abbezahlen mussten. Ich weiß nicht, ob das Versicherung gemacht hat. Ja, das ist echt mühsam. Weißt du, dass ich mal einen Ex-Freund hatte, der mit mir immer Horrorfilme gucken wollte und ich hatte halt super Schiss. Und dann haben wir irgend so einen Horrorfilm geguckt und da war immer so ein Typ mit einer Axt und er fand es halt super lustig und ich hatte total Schiss und habe gesagt, Alter, wir müssen jetzt schlafen, weil wenn wir jetzt noch weiter gucken, penne ich die ganze Nacht nicht. Dann wache ich auf am nächsten Morgen, weil meine Hand an sowas Kaltes stößt und brülle und sitze im Bett und reiße mein Kopfkissen weg und es liegt eine fucking Axt unter meinem Kopfkissen. Und der dumme hat aus dem Keller von meinem Opa die Axt geholt. Mein Opa hat sein Werkzeug bei unten im Keller und unter mein Kopfkissen geschoben. Ganz humorvoller Typ, würde ich sagen. Ja, sehr, wahnsinnig lustig. Ich hätte fast ein Herzinfarkt. Wenn ich da gestorben wäre, wer hätte das bezahlt? Da sind wir wieder beim Thema Sterben. Vielleicht sollten wir müssen jetzt, ich glaube, diese Folge langsam rund machen. Sterben lassen. Sterben und sterben lassen. Diese Folge ich würde sagen, vielleicht richten wir einfach ein Wort an unsere Hörer da draußen, die vielleicht gerade Liebeskummer haben. Und sagen einfach, das wird besser. In diesem Falle gilt, die Zeit halt alle heil. Die Zeit lallt alle Wunden. Die Zeit lallt alle Wunden. Und manchmal auch nicht. Manche Wunden bleiben ein bisschen, aber sie machen euch zu bleiben für immer da. Vielschichtigeren, interessanteren ihr nie los. Menschen und. Und das ist ja auch bestimmt für was gut. Aber was ihr wissen sollt. Oder wie meine Schauspiellehrerin früher immer gesagt hat, use it. Use it. Finde ich gut. Finde ich gut. Das ist ja auch das, man denkt das ja immer, man sitzt da und weint und dann denkt man so, ach, das hier könnte ich irgendwann mal. Mhm. Emotional memory. Emotional memory. Genau. Ja, ihr seid nicht allein. Macht jeder durch. Und wir senden euch Liebe. Wir haben euch ganz, 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 ganz doll lieb. In diesem Sinne,
Hasta la vista und sayonara. We'll be back. Wieder was gelernt. Nämlich bei der Spontangärung ist es so, dass der Brauer abwarten muss, bis aus der Luft ein paar Hefen an dem wunderbaren offengelagerten Bier vorbeifliegen und dann eben diese Spontangärung auslösen. Das kann manchmal, je nachdem, bis zu mehreren Monaten dauern. Und zweitens, früher wurde ja Ale flüssiges Brot genannt und da liegt es ja nahe, dass man Bananenbrotbier entwickelt. Dieses Wells Bananenbrotbier ist mit Fairtrade Bananen gebraut, mit Banoffee Aromas und ja, es ist ein fruchtiges, reiches und überraschendes Bier. Und drittens, always drink responsibly.